geschnittene Schnitter eines schnittigen Schnitzels. Hallo. Das ist nicht schön. Das ist nicht schlau. Naja, wir haben Sichuani am Start. 8.3 wurde ja trotzdem ein bisschen behandelt, aber Sichuani Chavan sieht es hier immer noch zwei Kandidaten, die einen edlen Status genießen. Oh. Aber der Asia-Login, das ist für Sasi schon mal eine krasse Ansage, weil sie könnten jetzt schon eine Antwort bekommen. Ja, das ist nämlich genau die Sache. Er ist sehr, sehr confident darauf und Owe muss sich jetzt entscheiden. Ich meine, er spielt gerne den Xerath. Der Xerath funktioniert gegen Azir. Das ist eine Option, die man hier wählen kann. Die Frage ist halt nur, ob er den jetzt schon früh sich sichern will. Und es sieht ganz danach aus. Und dann sollte man normalerweise dadurch, dass Tristana jetzt gebannt ist, entweder sagen, wir schnappen uns jetzt einen Supporter. Oder man sagt halt, man nimmt ein ADC. Aber normalerweise ist, wenn Tristana gebannt ist, der Support-Pick eher die Variante, die man wählen will. Weil Braum den Vorteil hat, dass er unglaublich gut scaled. Also Taric ist hier die deutlich bessere Option und Takis Taric war wirklich sick am Montag. Also da freue ich mich drauf. Generell sehr, sehr spannende Comps, vor allem auch, weil der Sign hier sehr, sehr gut ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass SBG hier auf den Taric geht, weil was hast du gegen diesen Sign-Engage in deine Backline? Xerath und Caitlyn sind verhältnismäßig immobil und haben beide große Probleme, wenn der Sign da tatsächlich gut hinten reinkommt und eine Taric-Ultimate hätte dieses Problem wohl lösen können. Schnittige Schnitten, willkommen zur ESL-Meisterschaft 2018. Wir feiern den kaltesten Winter EU. Kaltesten Winter EU und es ist einfach nur... Jetzt bin ich verwirrt. Der kälteste, okay. Bitte nicht der kälteste Winter EU, obwohl Frühlingsmeisterschaft ist. Da ist auch das Problem, dass es halt eben den Zombie-Ward gibt. Beide Jungler schmeißen bei Minute 1,20 oder auch bei einer Minute einmal den Ward in den... oberhalb der Midden oder unterhalb der Midden, aber warte mal, hier ist gerade ein Gank von SPG und der sieht gut aus. Tolkien in Gefahr, 200 AP hat er noch, er kann sie noch einmal hochschmeißen, aber First Blood ist trotzdem da. Das war sehr, sehr schön gemacht von den Jungs von SPG, aber Tolkien, der teilt ja, ordentlich aus. One musste aufpassen, aber da kommt er natürlich noch weg. Ja, und das wird spannend werden und Frenic, der ist jetzt gerade oh, in dem Gebiet, der wo er gefährdet ist. Eieieiei, CC-Chain am Start, Keda und der German Aimbot, der will noch mehr. Sasse kommt hier allerdings nochmal mit einem Dash raus. Trotzdem hier eine sehr, sehr gute Situation wieder für SPG, die das sehr stark machen bisher. Wunderschöner Stun von Noway hier. Und kombiniert mit dem Midlaner und schwuppdiwupp ist jetzt hier auf einmal wieder SPG am Drücker, die mit 2000 Gold Vorsprung bis hier eine echt gute Figur machen und diese Caitlyn jetzt auch oh, schöner Flash! Taki wieder mit einem guten Play, die Ultimate kommt von ihnen rein, oh, Damage ist up, Frenic mit der Ultimate, da wird allerdings gegengegangen, Frenic wird durch CC, ist immer noch Stunt, ist low, jetzt kommt One hinzu, der nächste Stunt von Taric reicht, Frenic? Das um Frenic rauszukriegen, nope! Tolkien der nächste auf der Liste, auch der ist gestunt, die Nah-Ultimate nicht gegen eine Wand, aber mitten rein in die Traps und der nächste Kill, Tolkien jetzt im Berserker-Modus, reicht das hier? Initian, aber Braum blockt es! Initian ist trotzdem down. Return Kill jetzt vielleicht aber für SPG. Es ist ein Blutfest. Jetzt kommt der Sase dazu. Kann hier gegen Morden nochmal helfen. Der ist auf der Flucht. Der Stunt von Taric schon wieder. Taki ist ein Beast. Und am Ende weiß ich gar nicht, wie es ausgegangen ist. Aber ein Blutbad war es allemal. Drei Kills, ganz wichtig geholt für ESG hier an der Stelle. Also es stand kurz 5-0. Okay? Das hatte schon so ein bisschen erschreckt, aber dann. Da hat man ein bisschen overextended hier an der Stelle. Sase kam sehr, sehr spät erst dazu, konnte jetzt natürlich erst einen Kill bekommen, was nicht viel ist, wenn ich ehrlich bin. Also da könnte man auf jeden Fall mehr powern. Trotzdem gute Reaktion hier von SPG an der Stelle. Oh. Sase ist ein Dancer. Ein Hitter. Oh, schön. Aber Sase weiß die Antwort. Schöne Aktion trotzdem hier von Bein, also Noel mit der Clan-Kuppe und Sasse danach natürlich ohne Fehler im Sidestep verhalten, ganz, ganz wichtig. Von einer wirst du normalerweise getroffen, das sagt man ja, das ist zwar schmerzlich, aber von mehr solltest du hier nicht getroffen werden. Ja, Sein hat halt einfach diese Disengage-Möglichkeit, aber auch das ist Pressure. Frenic jetzt wieder mit dem Ultimate-Play, Noel, der hat noch seinen Flash, nee, hat er doch nicht, der ist nur eine Sekunde auf Cooldown und das wird hier gepunished. Das ist, was ESG so, so oft mit dieser Jarvan-Nasir-Kombo macht, das haben wir auch am Montag wieder gesehen. Er steht da an der Seite. Man hat es gehört. Hello! Oh, er hat vorher gebremst. Na, aber es ist trotzdem okay. Hier die Taric Ultimate kommt. No way, kann jetzt erst flashen. Noch kein Schaden gemacht im Fight. Die erste Ultimate, die geht nochmal durch. Sase jetzt in der Backline. Ein bisschen zu früh. Hier kommt Warden. Die Ultimate von Azir gegen drei Leute. Aber Warden, wann wird er groß? Jetzt ist er endlich soweit. Aber wenn er die Ultimate macht, ist die Hälfte seines Teams schon ausgelöscht. Dementsprechend werden sie ja abgeholt. Wunderbar gemacht. Ein enger Fight allerdings wieder. Und jetzt kommt die Xerath und Taki mit den Dance schon. Eine kommt noch. Da ist sie aber, Taki behält die Nerven.
Gerade Poke ist halt so eine sehr alte. Die Schilde sind heute ein bisschen weird. Aber netterweise geht Konto dann auch so hin, dass er das Schild trotzdem. Ja, also. er wollte eine Chance geben. Aber guck dir mal den Damage an, Frank, mit der Ultimate. Die Terrick Ultimate trifft nicht Jarvan, er tankt das hier ohne. Aber das scheint gar kein Problem zu sein. Sase, der kommt nur noch für den letzten Auto-Attack, aber kommt dafür nicht mal mehr in Range. Und das war jetzt wieder sehr stark von ESG, die langsam aber sicher ihr SPG die Butter vom Brot nehmen. Na, es hat sich ja wenig großartiges verändert, nur die Leute merken halt, oh, Komet, okay. Na, nehmen wir jetzt einfach mal mit und poken einfach die komplette Lebensessenz aus dem Gegner. Aber das ist dieser besagte aufgedeckt, Baron abbrechen. Aufgedeckt, abbrechen. Aufgedeckt, weitermachen. Okay, hier kommt die Xerath Ultimate. Man hat einen Banshees, man kann viel dodgen. Jetzt kommt der TP, die committen hier drauf scheinbar. Aber jetzt ist es hier raus. Konjo viel zu weit vorne. Muss hier raus mit allem, was er hat. Aber trotzdem hat man ihn im Raum gecatcht. Der Kid ist da. Xerath frei stehen, am Damage machen. Was kann er da rausdonnern? Konjo super low, aber niemand kommt in Range. Und deswegen kommt hier ESG nochmal raus, aber... Puh, das war hart an der Grenze des Erlaubten, was Konjo da getrieben hat. Ja, und vor allen Dingen, meine Endischen hat schon die Ultimate hart versemmelt. Also er hat einen wirklich wichtigen Spell gegen sich nicht mehr gehabt. Hat jetzt ja einiges gelitten. No Way auf jeden Fall gut Damage rausgehauen. Die Situation auch indirekt entschärft. Und jetzt vielleicht sogar die Möglichkeit mit der Maske und entsprechend auch mit der Penetration die Leute hier an den Turm zu halten, beziehungsweise sogar wegzupoken. Das wäre auf jeden Fall das langfristige Ziel. Das stimmt. Also da fehlt dir ein bisschen was, aber trotzdem fängt man sofort wieder an. Und das ist das, was ich auch hier in den Rest des Spiels erwarte, bis das hier mal klappt. Da ist der Stun. Da ist die CC-Chain. Da ist das hier mit der Ultimate. Initian trotzdem hier nochmal fast rausgekommen. Sase jetzt sehr, sehr low. Oh. Muss aufpassen. Da ist die Ultimate von Morden. Nicht so viele Stunts, aber trotzdem genug Damage. Sase gar nicht mehr in Fight. Konjo muss jetzt hier alleine Arbeit verrichten. Morden Flash nochmal raus. Konjo will hinterher. Wird exhausted. Hier kommt Sase nochmal. Das ist wunderschön gespielt. Jetzt ist er low. Da war der Kill für Caitlyn. No Way muss jetzt tanzen. Konjo wird hinterher den Stun gedodged, den Damage nicht. Trotzdem reicht der Schaden. God. Double Kill für ihn. Holy moly, hier ist richtig Action drin. Und Emtes, der ist der letzte Überlebende. Der Flash, der outplayed ihn. Und dadurch bekommt er noch einen. Der Shutdown ist natürlich trotzdem da. Und damit auch das Ace für ESG. Was hat er hier gemacht? Na, er hat auf jeden Fall viel... Weg entschieden. Ja, also ich meine, gegen Azias ist fein. Da ist der Helm auf jeden Fall da und die Boots sind auch nicht schlecht, aber Konjo ignoriert er gerade und er hat jetzt schon die Penetration geholt. Also, Vardin wird nicht lange einen Tank nehmen können. Oh, aber jetzt ist es eine gute Aktion für SPG. Der reine Siege ist genau das, was sie wollen. Konjo kassiert viel Damage. Der ist hier down! Downgesniped vom German Sniper und hier geht noch mehr. Emtes nimmt die Verfolgung auf. Die Warden Ultimate ist da und damit kann man durchbrechen. Double Kill hier nochmal für No Way. Da ist ein wütender Sign hinter dir, aber der ist egal, denn das Gegnerteam, das ist noch vor dir. Und wenn Sase jetzt hier nicht das 1 gegen 5 auspackt, dann wird das hier ein Inip werden. Ne, er würde jetzt einfach nur zuschauen. Meine Jarvan ist auch noch in der Base. Vielleicht kriegt er ja noch ein Opfer. Aber nein, es ist Sejuani, die ihm entgegenkommt. Da kann er sich quasi zurückziehen. Bitter natürlich für ESG, aber ganz stark auf Konjos, auf Konjos Seite, sag ich schon, auf No Way Seite. Hat hier sehr, sehr viel Schaden am ADC anrichten können. Der Fight war quasi schon vorbei, bevor er begonnen hat, wenn man nur im Rückzugsmodus ist. Tarigold auch zu spät. Da will man sich eigentlich auf den ADC verlassen, aber Leute... Drück einfach sofort die R-Taste, da kann man vielleicht noch den Turm retten. Da sehen wir schon den ersten Kugelhagel einstürzen. Sase ist diesmal so ein bisschen das Ziel. Traum schon der wieder Konjo, halber AP verloren. Tarik Ultimate muss früh gezogen werden. Frenic in der Backline jetzt drin, aber Emtes, der kann sich wehren. Frenic platzt hier jetzt so ein bisschen auf, muss wieder rausflashen. Warden, gleich wird er groß, das wird nochmal schmerzhaft. Die Ultimate misst allerdings alle schöne Flash. ESG wieder in der Rückwärtsbewegung, da fühlt sich Nasir wohl. Aber die Ult, was ist denn da passiert? In dem Blockschild. Wie bitter ist das denn? Einfach rausgeblockt worden. Tolkien wird zwar nochmal in die Passive gehen, aber das macht hier keinen Unterschied. SPG mit zwei souveränen Fights jetzt auf der Siegesstraße. Ganz stark. Also ich muss sagen, vorher hat Braum auf jeden Fall einige Schilde verkackt, aber der war insane. Die gesamte Asia Wall hat nicht die volle Distanz zurückgelegt, sondern ist wirklich vor den Gegnern stehen geblieben. Damage fehlt, CC fehlt und damit natürlich auch irgendwann die HP. Wahnsinn. Also das war super, super strong gespielt von SPG. Steigerst dich dann auf 5 und diese Geschosse machen ja immer mehr. ESG muss die Teamfights über Backline Dive spielen. Super viel hängt davon ab, wie Frenic es schafft, No Way zu erneuern. Wie gut kommt er in die Backline drin? Und bei Konjo natürlich, wie viele Skillshots kannst du dort. Oh mein Gott, der ist. What the hell? Ist mit Konjo hier passiert? Er ist einfach so dumm. Q, Ult und der Junge ist down. Es hat noch gar nicht begonnen und es ist schon fast over. Taki jetzt mit der Ultimate. Sase mit der Ult. Aber das hilft dir kaum noch. Der steht oben. Der macht guten Damage. Aber es ist ein Double Kill für No Way. Und da kommt noch mehr. Warden geht hinterher. Der ist ein Kill jetzt gegen Sase.
sind Tolkien, die Passive, die kann jetzt vielleicht immer No Way bedrohen, aber der Junge, der ist on fire. Taki versucht, die Leute von der Lane wegzuhalten oder von der Base besser gesagt, aber there is no way. Es ist das Ace, meine Damen und Herren. SPG gewinnt die erste Begegnung gegen ESG in einer wunderbaren Partie. 36 Kills in 38 Minuten, ein Hin und Her und ein absolut würdiges Topspiel. Ja. Absolut fantastisch. There is no way. Na, passender hätte dieses Spiel quasi nicht sein können. Verbaler Natur. SPG muss sich geschlagen geben. ESG mit einem soliden 0:1, Entschuldigung. SPG. Wow. Nice play. Nice play. Und dadurch holt ESG hier das 1:1.